Ari sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetterbericht hier am Strand von Maspalomas. Heute am 27. Mai 2022, es ist kurz nach 8. Wir haben, was haben wir denn? Schauen wir aufs Thermometer gerade. 23 Grad zeigt das Thermometer an. Ja, und hier gleich die aktuellen Wetterdaten. Höchstwerte heute um die 27, 28 Grad. Sonnenaufgang war heute Morgen um 7.07 Uhr. Sonnenuntergang 20.51 Uhr. Der Wind heute nur 11 Stundenkilometer vorhergesagt und die Luftfeuchtigkeit 66%. Ja, und das andere seht ihr jetzt ja hier selber, wie schön das hier am Morgen ist, wie ruhig auch das Meer heute. Ja, und wer möchte heute 16 Uhr, Treffpunkt am Leuchtturm, mit oder ohne Kamera. Nette Gespräche, nette Menschen, nette Begegnungen. Und auch die Möglichkeit, die Bilder vom Viktor zu bekommen, unserem Maler hier mit den schönsten Motiven der Insel. Eine einmalige Erinnerung auf die Leinwand gebracht. So, für mich jetzt diese Richtung wieder, wisst ihr. Ja, besonders schön zu laufen heute. Wir haben ablaufendes Wasser, oder ja noch nicht, weil fehlt noch ein bisschen Niedrigwasser. Bisschen die Stimmung einfangen heute Morgen. Ja, und dann grüße ich den Klaus, der ist schon wieder in Deutschland. Erstmal grüße ich alle hier im Kanal, selbstverständlich. Wünsche ein schönes Wochenende für alle, die jetzt sich schon Freitag drauf einstellen können. Die einen oder anderen haben am Wochenende ja mehr Stress wie unter der Woche. Aber Stress macht man sich, glaube ich, selbst. So, Klaus, dann sei gegrüßt. Und dann, ja, wen grüße ich noch? Fällt mir spontan ein, außer den Kanalmitgliedern, ja, die Valeria und den Thorsten aus Goslar. Die Valeria, die hat ein riesiges Projekt, und zwar ihren Garten mit 1000 Töpfchen und Pflanzen und Gemüse und Obst. Ja, und die Susanne, die kommt ja auch bald wieder auf die Insel, und ihren Horst grüße ich an dieser Stelle. Ich glaube, in 3 Tagen kommt die Susanne wieder hier nach Gran Canaria. Ja, ihr könnt euch schon freuen auf schönes Wetter.
Ja, schaut euch an, wie schön das aussieht. Ja, und für die, die jetzt gerade hier auf der Insel sind, nach der Fiesta von Tablero, ist jetzt unsere kleine Fiesta hier in San Fernando dran. Gestern hat es angefangen, das ist ein Volksfest, eine Kirmes, wie man es auch bezeichnen möchte. Vielleicht noch ein bisschen lauter wie an anderen Stellen in San Fernando an der Kirche. Für die, die da Interesse haben, da gibt es auch wieder die kleinen Chiringuitos, die Buden mit den verschiedenen Essensspezialitäten. So, für mich jetzt die andere Richtung und ein bisschen schneller. So, hier der Blick in die Berge. Zunehmend sind sie auch wieder besser erkennbar und hier unser Rio Palas, Maspalomas. Ja, grüßen, da habe ich doch den Horst, noch einen Horst, den möchte ich grüßen, den Horst Glatte, unseren Reisespezialisten, unseren Reisefuchs. Ja, und der ist auch ganz weit, der ist nämlich in Thailand unterwegs. Und da gehen die Grüße jetzt in die andere Richtung. Und die Yves und den Peter aus Berlin. Ganz liebe Grüße, die ja hier viele Jahre gelebt haben und jetzt ihren Hauptwohnsitz, aber nur den Hauptwohnsitz wieder in Berlin haben. Einen schönen Garten und schön im Grünen. Ja, jetzt ist es an vielen Stellen der Welt schönes Wetter, aber wen grüße ich dann noch? Ja, unseren blinden Passagier. Den grüße ich auch noch. Der ist zurzeit, ja, ich glaube in Österreich mit dem Wohnmobil unterwegs. Und wir sehen uns, wenn nichts schief geht, am 15. Juni. So, und hier haben wir eine Schiffsbewegung. Ja, auch die Wellen hier jetzt nicht so hoch, wie man es sonst hier gewohnt ist. Steine zuhauf, da ist viel Sand abgetragen worden und deswegen die Steine sichtbar. So, das war jetzt der Rundumblick hier. Mal sehen, vielleicht gibt es noch einen Abstecher auf die Düne. So, gesagt, getan. Ja, man muss die Gelegenheit dann wahrnehmen, wenn schon wenig Wind. So, mal erstmal einen Schnellgang-Durchgang. Ja, die Berge doch sehr, sehr gut zu erkennen. Und hier das Rio Palas von der Seite.
immer wieder ein schöner Moment hier zu stehen. Ja, der Schall setzt sich nach oben fort, das hört man hier auch ganz deutlich, die Welle, wie sie hier ankommt. Ja, hier läuft man am Dünenkamm runter, die rechte Seite, im Schatten liegen kalter Sand und links ist der Sand schon schön warm. So, noch ein bisschen hier das Meer genießen, die Stille, die Wellen, das Rauschen. So, ja, ich bin noch da. So, und mit diesen Bildern werde ich mich dann auch verabschieden und sage dann, ja, bis später vielleicht oder bis morgen, wie auch immer.
Es gibt ja zwischendrin auch immer noch so ein paar kleine zeitlose Videos, die ich dann bei Gelegenheit dann auch abspiele. Ja, die Berge, die rufen wieder. Jetzt erstmal, dieses Wochenende ist so ein heißes Wochenende. Der Montag ist Feiertag, Dia de Canaria. Der höchste Feiertag hier bei uns auf den, nicht nur bei uns, sondern auf den Kanarischen Inseln. Und da ist dieses Wochenende ab heute Mittag ja eines der stärksten Wochenenden hier an den bekannten Stränden und den, ja nicht nur die Strände, nein, auch alle Orte auf der Insel werden ein bisschen mehr frequentiert, sage ich mal. Auch die Grillplätze und was es eben noch so gibt. So, ich sage dann hasta luego und bis später.